ersten Nahrungsmittel kommen wieder rein. Was habe ich noch an rohen Fisch da? 12, okay. Dann können wir jetzt eigentlich mal die hier angeln. Dass wir hier neuen rohen Fisch beikriegen. Den mache ich mal aus. Na gut, die produziert jetzt noch fertig, ist klar. Dass dann jetzt erstmal nur einer läuft. Dass sich das Brennholz besser verteilt. So, dann können wir hier weiter plündern. Und wir müssen eigentlich ein neues Bett noch bauen. Können wir uns auch leisten hier. So. Und dann sind da auch alle zufrieden. Der denn jetzt? Hier. Ach nee, das ist der Angler. Hier. Ah, der bringt direkt Brennholz mit. Das ist natürlich nice. Zehn Brennholz. Sehr schön. Und ist noch nicht abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Aber die Vorräte gehen noch nicht nach oben, ne? Halt noch einen Bau zusätzlich am Laufen. Sind sie da noch ein bisschen beschäftigt? Aber Wasser, also einer ist jetzt noch durstig, sehe ich hier. Ansonsten hat sich es aber gebessert. Was macht denn eigentlich das Leben? Nicht, dass mir gerade einer wieder am Abnibbeln ist. Doch, das sieht eigentlich stabil aus. Ich glaube, so langsam kommen wir auf einen grünen Zweig. Ich habe ja echt schon gedacht, stellenweise, jetzt ist bald rum. Ja, das Brennholz ist natürlich noch nicht entladen. Aber wird wahrscheinlich gleich passieren, wenn das Bett fertig ist. Sehr schön. Ich wenigstens von irgendwas schon mal einen Vorrat hätte, ey. Okay, der brutzelt jetzt ein paar durch. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut.
3 Stück. Warum man die nicht einfach alle durchbrutzelt, weiß ich nicht. Produziere ich ja gerade. Das heißt, getrockneter, ist das der getrocknete Fisch? Nährwert keiner. Da halten wir uns einfach mal 5 Stück auf der Hand. Da machen wir mal 15. Plastiknetze. Na, das lassen wir erstmal so. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ah, Konserven, Forschungspunkte, Brennholz. Und ist immer noch nicht abgeschlossen. Okay, Nahrung geht nach oben. Sehr schön. Aber da hat noch einer Hunger. Wie sieht's denn mit dem Brennholz aus? Da haben wir eigentlich jede Menge, nur es trägt keiner. Wir brauchen also noch mehr Minions. Aber jetzt habe ich schon mehr gebaut, jetzt merkt man so langsam, wie es ab und zu mal ruckelt. Haben wir dann 14 Forschungspunkte. Vielleicht kriege ich in der letzten Tour noch und dann können wir das hier bauen. Jawohl, so viele Schrauben kriegen wir jetzt nicht zusammen. Mist. Wir könnten das machen, aber da brauchen wir halt schon wieder Brennholz. Also Nahrung geht ordentlich nach oben. Schalten wir jetzt mal um auf Fisch. Weil wir ausgewählt haben, wir haben ein paar auf der Hand. Jetzt trägt wieder keiner das Brennholz, oder was? Ich setze da auch mal eine Boje jetzt. Und sammle da den Schrott ein. Weil das dürfte dann auch die letzte Tour sein. Wobei, wir müssen auch Plastik noch sammeln. Na, erstmal das Holz. Das Holz ist das Wichtigste erstmal. So, schauen wir mal, was wir noch rausziehen können. Okay, 5 Konserven. Vermute ich jetzt einfach mal.
zwei Konserven? Kann das sein? Habe jetzt nicht aufgepasst. Okay, eine Konserve noch. Na gut. Damit wären die Dinger hier abgeschlossen. Haben wir noch... Ne, wir haben keinen Fisch mehr aktiv. Schickt man... Oh, wie viele Fische haben wir denn? 16, ja. Da haben wir... zwei Schwärme. Kriege ich die? Wasser ist aktuell noch ein Problem. Also Nahrung sieht gerade sehr gut aus. Da mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen. Aber Wasser. Auf was haben wir es eingestellt? Auf 15. Und wir haben 16. Das heißt, er müsste jetzt bald aufhören und... Na, die macht er. Dann dürfte der dann auch kein Brennholz mehr kriegen. Wasserlieferung. Ich hoffe, jetzt geht es endlich mal nach oben. Ja, jetzt geht der Vorrat so langsam nach. Das Boot ist auch entladen. Dann sammeln sie jetzt auch gleich wieder Holz. Dann geht natürlich das Trocknen gleich wieder los. Sind sie damit wieder beschäftigt, statt das Brennholz zu transportieren. Ah. Gut, der produziert jetzt keins mehr. Der bekommt jetzt auch kein weiteres Brennholz, wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, es fließt jetzt alles hier rein. Das sind jetzt schon enorm. Definitiv. Jetzt gerade ist wirklich nur noch das Wasser ein Problem. Wenn wir haben natürlich diesen Entsalzer noch haben, dann läuft die Sache hier. Die kippen da ganz schön viel Brennholz rein. 10 Brennholz haben wir drin, dann nur noch 2. Super.
Aber jetzt brauchen sie wenigstens an zwei Stellen. Ist auch nicht verkehrt. Würde ich sagen, sammle ich noch ein bisschen, weil uns geht das Holz jetzt aus. Plastik haben wir ja sowieso nahezu keins mehr. Und sobald wir da so einen kleinen Vorrat haben, ja, ziehen wir schon wieder weiter. Warum hat er jetzt eigentlich aufgehört? Er hat noch Brennmaterial und mehr braucht er gar nicht. Aber er hört einfach auf. Also das mit der Prioritäten, also interne Prioritäten in dem Spiel, ist noch ein bisschen ein Problem, würde ich sagen. Da sollen die Entwickler vielleicht doch ein bisschen noch dran feilen. Kann ja nicht sein, dass ich eigentlich jetzt Zeug habe und die verdursten mir, weil sie einfach andere Prioritäten haben. Ach, der hat schon wieder weitergesammelt. Zwei Holz hat er dann noch in Reichweite. Nochmal 63. Nehmen wir auch mal mit. Aber okay, jetzt geht gerade der Wasservorrat nach oben. Sehr schön. Dafür stockt halt der Holzvorrat so ein bisschen. Also es ist schwierig, es ist äußerst schwierig. Kriegt man das eine in den Griff, sackt das andere wieder zusammen. Ja, ich warte ja die ganze Zeit drauf, dass ich jetzt wieder mit einem Boot Holz sammeln, dass ich so einen kleinen Vorrat habe, aber würde es eine machen, dann macht es das andere Zeug wieder nicht. Es ist. Ich brauche mehr Minions. Ist halt blöd, ich kann jetzt nur ein bisschen zuschauen und recht wenig tun. Das ist. Tut mir jetzt auch für euch leid, aber ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, dass ich jetzt gerade in der Situation nicht besonders viel machen kann. Außer warten. Aber okay, das wäre vielleicht jetzt eine Option, doch mal die Geschwindigkeit nach oben zu schrauben. Aber wenn wir jetzt gerade wirklich nichts machen können, kann man wenigstens ein bisschen nach vorne spulen. Da ist mir jetzt bestimmt keiner böse drauf.
Schläft er da jetzt auf dem Steg? Ich habe doch genug Betten gebaut eigentlich. Die Fischkäferproduktion läuft wieder an. Aber jetzt sammelt keiner Holz. Und dann geht uns. Ja, jetzt haben wir kein trockenes Holz mehr. Mist. Also einmal eine ordentliche Fuhre Holz sollte man noch mindestens sammeln. Und Plastik eigentlich auch. Machen wir mal so. Achtzehn Fische und den Doppelschwärmen von vorhin. Hier ist auch noch, okay. Ah, okay, das haben sie jetzt eingesammelt. Da müsste es aber auch. Ja, da hängen die zwei, genau. Dann hat er das fertig gemacht. So, die Holzproduktion läuft hier auch wieder an. Aber das gefällt mir jetzt. Jetzt geht es auf jeden Fall nach oben. Wir haben wieder einen Puffer. So muss es sein. Da hängen auch noch die drei. Okay. So, da lassen wir noch einmal sammeln jetzt. Und dann soll er ein bisschen Plastik noch sammeln. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Minions, definitiv.